Hallo meine Lieben, ist das Universum so wie wir es kennen völlig anders? Besitzt es eine Grenze? Liegt etwas außerhalb des uns bekannten Kosmos? Und ist der Bereich dahinter gleichzeitig auch mit uns verbunden? Nimmt diese unbekannte Macht Einfluss auf uns? Astronomen stellen nun durch neue Erkenntnisse unser Weltbild völlig auf den Kopf. Ein unbekanntes Konstrukt, das sich außerhalb unseres Universums befindet. Es interagiere mit uns. Sein Einfluss wird als der Dark Flow bezeichnet, die dunkle Strömung oder der dunkle Fluss. Was bewirkt dieser? Sind wir diesem auch hier auf der Erde ausgesetzt? Haben wir gar das gefunden, was die Gläubigen unter uns als Gott bezeichnen und doch etwas völlig anderes ist? Das und vieles mehr erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Gibt es noch etwas anderes außerhalb des uns bekannten Universums? Ein riesiges Konstrukt? Etwas, das außerhalb der physikalischen Konstanten von Raum und Zeit liegt? Eine unbekannte Macht, die sich auf uns auswirkt? Was würden wir entdecken, wenn wir bis ans Ende des Universums reisen und die Wand zwischen Materie und dem Unbekannten durchdringen könnten? Erwarten uns neue Dimensionen, neue Welten oder etwas ganz anderes? Astronomen haben nun tatsächlich ein gigantisches Konstrukt entdeckt, das sich außerhalb unseres Weltalls befinden müsse. Die Daten sprengen alle Vorstellungsmöglichkeiten der bisher gesammelten Erkenntnisse. Was ist diese Megastruktur und hat sie auch direkten Einfluss auf uns Menschen? Was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. Schließlich wissen wir seit Einstein, dass Raum und Zeit unlösbar mit der kosmischen Materie verbunden sind, mit dem Stoff, aus dem das Weltall besteht. Demnach dürfe es außerhalb also keinen Raum geben. Das Weltall wird als unendlich großes Gebilde bezeichnet. Es breitet sich stetig und mit rasanter Geschwindigkeit aus. Am besten beschreibt man diesen Vorgang als die Zunahme von Chaos, der Entropie. Doch wohin breitet es sich aus? Ist es vergleichbar mit einem Luftballon, den man aufpustet, in einem weitaus größeren Raum? Vor rund 13,8 Milliarden Jahren ereignete sich der Urknall, der Beginn von Raum, Zeit und Materie. Diese Geburt von allem, was wir kennen, beschreibt den frühesten Zustand des Universums. Seitdem breitet sich das Universum stetig aus. Es wird größer und chaotischer. So nehmen wir es zumindest an, denn der Mensch kann nicht jeden Winkel des Universums beobachten. Den Bereich, den wir von der Erde aus mit Hilfe technischer Hilfsmittel im Weltall beobachten können, wird als Ereignishorizont bezeichnet. Eine Grenze, die wir immer weiter nach hinten zu verschieben versuchen. Doch irgendetwas lässt uns nicht weiterkommen als 16,2 Milliarden Jahre. Zwar ist dieser Blick in die Vergangenheit älter als das Universum selbst, doch alles, was dahinter liegt, ist für uns unergründlich. Dass wir weiter in die Zeit zurückschauen können, als das Universum alt ist, liegt an seiner Expansion, dem stetigen Auseinanderdriften. Rechnerisch ist die Raumzeit somit schneller als das Licht. Doch diese Expansion kommt uns auch zugute. Sie hilft uns, künftige Objekte im Weltall zu entdecken, die uns bisher noch verborgen bleiben. Gleichzeitig werden andere Objekte, die wir heute noch beobachten können, verschwinden. Sie übertreten diesen Ereignishorizont. Hinter dieser Grenze gibt es also noch einen anderen Raum. Er wird nach den physikalischen Gesetzen funktionieren, auch wenn wir ihn heute noch nicht einsehen können. Doch was befindet sich noch weiter hinter diesem, wenn man die Grenze zwischen Raum und Zeit übertritt? Viele Experten sind sich einig, das Weltall besitzt keinen Rand. Der Grund dafür sei das kosmologische Prinzip. Dieses besagt, dass die Verteilung der Materie in unserem Universum, von jedem Bereich aus betrachtet, in etwa gleich aussieht. Das funktioniert nur, weil das Universum isotrop, also richtungsunabhängig von Objekten aufgebaut ist. Was sich so wissenschaftlich anhört, kann man auch ganz einfach ausdrücken. Es gibt einfach keinen Punkt, der das Ende des Universums markiert, keinen wirklichen Rand.
Was wir auf Bildern sehen, ist nur eine dem menschlichen Verstand geschuldeten Darstellung, um es irgendwie vorstellbar zu machen. Es ist wie eine Kugel, auf der man in jede erdenkliche Richtung laufen könne, ohne jemals an eine Grenze zu stoßen. Dies habe auch einen Grund. Der Raum, in dem sich das Weltall ausdehnt, ist nicht dreidimensional. Wir, die Menschen, können aber nur in diesen dreidimensionalen Strukturen denken. Der Ballon bläht sich also nicht in einem vorgegebenen Raum aus, sondern er ist der Raum selbst. So zumindest die heutigen Erkenntnisse. Eine neue Beobachtung von Galaxien stellt dieses 100 Jahre alte Wissen nun völlig auf den Kopf. Es muss doch etwas außerhalb geben, hinter der Grenze des Universums. Die Überlegungen, ob und was hinter unserem Kosmos liegt, sind nicht neu. Manche Forscher glauben, dass sich hinter dem einsehbaren Universum ein ähnlich aufgebautes Universum befindet. Andere vermuten, dass sich außerhalb des Weltalls räumliche Verzerrungen von Raum und Zeit oder gigantische Ansammlungen von Materie befinden. Letztendlich die Theorie vom Multiversum. Demnach seien wir nur ein Universum unter vielen anderen. Es gäbe Dutzende anderer Welten, die mit unserer verwoben sind. Eine unendliche Anzahl paralleler Universen. Sollte dem so sein, ist es nicht fern zu überlegen, ob sich nicht hin und wieder Tore zu diesen öffnen. Zugänge, die uns von einem Universum zum anderen gelangen lassen. Nicht wenige nehmen an, dass das, was wir als UFOs und Aliens bezeichnen, eigentlich interdimensionale Wesen und Gefährte sind. Den Kritikern und Zweiflern, die die Überwindung von langen Distanzen und der damit verbundenen Lichtgeschwindigkeit als kosmische Konstante anführen, könnte damit der Wind aus den Segeln genommen werden. Kann man bisher keine handfesten Beweise für die Existenz paralleler Welten finden, hat man für die Theorie einer Universumsgrenze nun eine Bestätigung gefunden. Den Dark Flow, die dunkle Strömung. Was hat man entdeckt, dass die Kosmologie, wie wir sie kennen, völlig umschreiben zu vermag? Was ist diese unbekannte Kraft, die sich außerhalb des Universums befindet? Was ist der dunkle Fluss? Der Dark Flow, die dunkle Strömung oder der dunkle Fluss, ist eine faszinierende Anomalie. Schon 2008 konnte man diese Ereignisse zum ersten Mal beobachten. Mit der NASA-Sonde WMAP, der Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Ihre Aufgabe war es, Fluktuationen innerhalb der kosmischen Hintergrundstrahlung zu messen, im Mikrowellenbereich. Doch sie entdeckte viel Faszinierenderes. Weit entfernte Galaxienhaufen strömen auf mysteriöse Weise mit 1 Million Meilen pro Stunde entlang eines vorausbestimmten Pfades. Er führt in das Zentrum des südlichen Sternbildes Centaur und Hydra. Eine neue NASA-Studie verfolgt diese kollektive Bewegung, den dunklen Fluss, und dieser gibt den heutigen Astronomen Rätsel bisher ungeahnten Ausmaßes auf. Diese Galaxienhaufen bewegen sich nicht zufällig, sie haben eine Eigenbewegung, entgegengesetzt der normalen Expansion des Universums. Normalerweise bewegen sich Galaxien so, wie es ihnen die kosmische Hintergrundstrahlung vorhergibt. Sie bewegen sich chaotisch in allen Richtungen, seit Beginn des Urknalls. Doch diese Galaxien tun dies nicht. Irgendetwas beeinflusst ihre Bahn. Sie werden von etwas angezogen, als gäbe es einen riesigen Magneten außerhalb des Universums. Ein Konstrukt, das sich hinter den Grenzen unseres Kosmos befindet. Was hat dies mit uns zu tun? Schließlich können wir nicht einmal mit den besten Teleskopen dieser Welt bis zu dieser Grenze schauen. Selbst nicht mit dem James Webb, das uns gestern dieses beeindruckende Foto geliefert hat. Das tiefste und schärfste Foto des Universums, das gerade mal einen sandkorngroßen Bereich unseres Nachthimmels zeigt. Wie wir annehmen, besitzt das Universum keine feste Grenze. Diese Wand und was dahinter ist, kann man nicht klar definieren. Es ist eben nicht der Luftballon, in dessen Zentrum wir uns befinden. Sie ist außerhalb unseres dreidimensionalen Raumes, allgegenwärtig. Sie müsse verflochten mit uns sein, in fernen Millionen Lichtjahren weiten Galaxien, als auch hier auf der Erde. Eine unbekannte Macht, die Einfluss auf uns nimmt. Etwas, das die einen Schicksal, die anderen als Gott bezeichnen.
Beide Bezeichnungen werden dieser Kraft wohl nicht gerecht werden. Und ich als Atheist bin weit entfernt von göttlichen Fügungen zu sprechen. Doch es scheint etwas zu geben, das uns auf die ein oder andere Weise lenken zu vermag. Was es ist, werden wir wohl nie herausfinden. Glaubt ihr an die Grenze des Universums? Etwas, das uns durchdringt? Eine unbekannte Macht, die uns lenkt? Oder haben wir überhaupt nichts damit zu tun, selbst wenn es sie gibt? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.